Vor kurzem habe ich einen Anruf gehört, hat der Zirkfuchs wohl auch Schnittharmonikas? Und ja, ich habe welche. Vor ein paar Wochen sind 10 Stück fertig geworden. Nein, davon habe ich direkt, haben schon meine Schüler, die möchte ich ja begrüßen, gell, wenn sie mit dabei sind. Der Robert Riepel hat einen heimischen Apfel gekriegt. Hallo Robert. Christian Oth zum Beispiel, Rustikal, Christina, gell, wenn sie mit dabei seid. Und eine davon von den 10 habe ich zu mir schicken lassen, damit ich ein kleines Video mache. Dass ich auch immer Schmidt-Harmonikas bei mir habe, auch im Verleih. Und einfach mal kurz mal durchtesten. Genau, steht, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht ganz kurz, was ganz wichtig ist. Ich habe ja ganz viele verschiedene Harmonikas. Und manchmal stelle ich ein Kärntner lang vor, Strasser, Müller, Schmidt. Es gibt ja viele verschiedene. Und es ist jetzt nicht so, du wirst ja vielleicht denken, eine Woche sage ich die ist gut und eine Woche die. Es gibt nicht eine, wo es jetzt dann die beste ist, weil dann würde jeder eine Harmonika kaufen. Das ist ja zum Glück nicht so. Und es ist wirklich Geschmackssache. Und zu mir kommen viele Schüler und manche hängen eine um und sagen, die liebt man. Genau. Und das ist einfach bei den Leuten unterschiedlich. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man es einfach probiert. Auch der Klang, jede klingt ein bisschen anders, jede ist von Anspruch, vom Bass anders. Und das ist echt interessant. Zu mir kommen relativ viele Schüler und manche sagen einfach, ah, die liegt mir nicht so, die andere liegt mir leichter, die ist ein bisschen leichter vom Bass, die spricht vom Bass besser, so, der Bass ist direkter. Die sind einfach kleine Unterschiede, die man probieren muss. Aus dem Grund habe ich ja fast, ich glaube, alle Harmonikas vor ein paar Wochen sind alle im Verleih. Also meine Schüler, die probieren das zuerst mal, leihen die Harmonika und wenn es ihnen gefällt, wenn es klappt und alles, dann kauft man es auch. Weil ich finde es einfach, man soll ja nach ein paar Jahren Freude haben und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und jeder, was mit dabei ist, wer mich kennt, der weiß das, man kann die mieten, man kann es probieren und wenn man es auch kauft und nach einem Jahr sagt, ich mag einen anderen, dann tausche ich die einfach. Also mein Ziel ist einfach, dass die Leute zufrieden sind, dass man ein Instrument dann hat, wo man Freude hat, wo man genau sagt, das, die taugt man. Und nicht, wo man sich dann dacht, ah, die hätte mir besser gefallen oder so. Genau, ich habe da jetzt eine Ersatin-Nuss. Genau, ist auch eine für die Hölzernen. Genau. Vielleicht spiele ich mal eine kleine Melodie an. Es ist ja witzig, ich habe die jetzt nur 2 Stunden da, weil in 2 Stunden kommen Schüler und holt die bei mir ab. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt gleich ein Video und spiele ein bisschen drauf und erzähle was. Genau. Interessant, jede ist ein bisschen anders zum Spielen. Jede geht gut. Also, man kurz, das ist ja eine Liga, wo man nicht mehr sagen kann, ist eine schlechte Harmonika oder so. Generell. Also, das sind alles hochwertige, super Instrumente. Und es ist, jede ist ein bisschen anders. Und sehr interessant. Die andere ist vom Bass ein bisschen direkt oder spricht anders an. Apropos, das war das Stück. Habt ihr vielleicht kennt, wer es schon nachgelernt hat, das ist Auf zum Terrassenfest. Ist ganz eine schöne Polka, habe ich auch, ist bei den Lernen jetzt mit drauf, also wer die gerne nachlernen mag, kann das heute noch machen. Vielleicht heute Abend auf Zirkfuchs drin, ist eigentlich total gut aufgebaut, auch zum Mitbegleiten. Das zeige ich vielleicht noch kurz Auf zum Terrassenfest. Das tun wir jetzt mal rein bei den Videos. Und zum Beispiel sagt man, jetzt mache ich den zweiten Teil, die Loops und das kennt ihr, also wer es noch nicht kennt, bitte schaut euch das an, ist echt super. Genau, zweiter Teil. Thank you.
Und das ist einfach, das kann man so super machen, man kann es in Teile einstellen, kann das langsam machen, schnell und kann dazu begleiten. Ist nicht einfach, aber es macht einfach so einen Spaß. Das ist das nach Gehör, spielen das frei, musizieren. Das ist echt total super. Also, wer das gerne mal, wer das noch nicht kennt, bitte schaut euch das an. Einfach auch das mit den Einteilungen und wie man das lernen mag, tut man so das Übungstempo rein. Oder fünf Finger oder vier Finger, ist ja alles drauf für beide Varianten. Und dann einfach einen zweiten Teil mal rein. Und dann einfach genauso mitgreifen. Genau. Also das. Natürlich erst, wenn ihr eine Harmonika habt. Vielleicht ganz kurz nochmal. Es geht um die Harmonika, genau. Wer da Interesse hat, meldet sich. Schreibt es noch vielleicht kurz. Ich kann euch auch mal ein paar Bilder schicken von verschiedenen Modelle. Ihr wisst es bereits, man kann sich bei mir leihen, man kann es mieten und man kann dann, wenn man eine gemietet hat, die Miete, wenn man ein Instrument ist, dort die Miete wird aber komplett abgezogen bei einem Kauf. Das ist auch, glaube ich, sehr praktisch, weil mittlerweile die Lieferzeit sehr lang ist und ich habe sehr, sehr viel gebrauchte Harmonikas und, oder Vorführmodelle und da kann ich jetzt mal eine leihen. Also wenn du jetzt Neuanfänger bist, kannst du eine ausleihen. Und mit der mal starten und dann nach ein paar Monaten sind einige Schüler, was dann sagen, nach einem halben Jahr, jetzt ein Spiel schon ein paar Lieder und dann probieren sie ein paar und dann sagen sie, jetzt machen sie die Schmidt oder Kärntnerland oder Strasser oder Müller oder Noack, ganz egal. Und das ist halt fein dadurch, dass ich eigentlich mit allen Herstellern zusammenarbeite, ist eigentlich ganz fein, dass ich halt einfach da recht flexibel bin. Genau, was sonst vielleicht nicht überall möglich ist, dass wenn du jetzt einmal eine probierst, du kannst dann auch andere haben, du kannst die mehr probieren und das, glaube ich, ist total praktisch. Gerne mal vorbeikommen, bei der Harmonika-Urlaub oder so, oder auf ein Seminar, würde mich damit freuen. Genau, die hat jetzt ein mittleres Tremolo. Da habe ich jetzt auch die Gleichtöne markiert, weil es einfach angenehm ist von der Orientierung. Vor allem, wenn man noch nicht so geübt ist, tut man sich da wesentlich leichter, wenn man da ein bisschen Orientierung hat. Es hat dann auch die Halbtöne drauf. Und dann. Oder. Das ist eigentlich total praktisch, würde ich immer machen. Genau. Am Bass ist eh, das wisst ihr ja Bescheid, das System, was ich was seit. Glaube ich, 20, 30 Jahre, also lang schon gibt in der ersten Reihe Wechselbass. Genau. Habe ich da immer drauf und einen H- und Terzbass in der ersten Reihe. Genau. Ich merke jetzt gerade diese Oktave oben. Man kann den auch Oktave tiefer machen. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Da gibt es oft mehr Möglichkeiten beim Bass. Hängt da immer wieder vom Schüler ab, bei wem passt das, bei wem nicht. Also vielleicht da. Das auch gerne mal mit. Ja? Also schön, Satin, eine Nuss ist ja Hartholz, glaube ich. Genau. Also ist ziemlich äußerst Holz da, glaube ich. So, das Verdecker, das muss man auch sagen, ein Holzverdeck ist Geschmackssache, also ich mag es gerne auch ohne Holzverdeck, oft weil einfach die Höhen besser durchkommen. Das ist ein bisschen gedämpft, wie wenn du die Hand ein bisschen vor den Mund nimmst. Ist super auch. Klingt, hat einen anderen Charakter. Halt. Wenn man da jetzt ein Silberverdeck hat, dann ist es einfach ein bisschen offener, die Höhen, es strahlt ein bisschen mehr und so ist es ein bisschen gedämpfter. Ja. Kann man aber auch mit der Schwebung natürlich machen. Also, ich mache oft dann die Schwebung ein bisschen flacher und dafür ein Silberverdeck oder ein offenes Verdeck. Also da sind die Geschmäcker unterschiedlich und aber da gibt es echt viele Möglichkeiten. Genau. Ja, also nett, dass ihr mit dabei wart. Auch die, was jetzt an die haben von mir.
Viel Freude beim Üben. Hoffentlich gefällt es, es klappt. Wenn üben, ist ganz gut zurecht. Gut. Wenn was unklar ist, dann meldet sich. Genau. Und ja, ich wollte einfach mal ein kurzes Video machen, weil immer wieder wer sagt, Zirkfuchs gibt es da eine Schmidt-Harmonika. Das sind natürlich, ihr kriegt von mir alles. Nicht alles, aber alle Harmonikas halt. Also Harmonikas, denke ich mal, kannst du mir echt, da kannst du mir jeden den Wunsch schreiben, da glaube ich, das kriegen wir hin. Genau. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, ja. Fleißig üben, alles Gute und wir hören uns. Freunde, jetzt ist schon soweit, der Tobias ist jetzt bei mir und holt die Harmonika, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und wir haben gesagt, wir zwei spielen jetzt noch ein Lied gemeinsam, gell? Ja. Und der Tobias, wie lange spielst du jetzt mit den Videos? Ein bisschen mehr als 2 Jahre. Also ist echt, ich glaube, ein Wunderkind, wenn ich so sage. Also ich bin echt super gut, super sauber und ganz viel Freude mit der neuen Harmonika. Ja. Und genau. Jetzt machen wir einen Tiroler Holzhack. Ja. Leider, der Tobias hat leider recht einen weiten Weg, gell? Ja, deshalb also, war ich erst einmal hier. Also wir kommen jetzt nicht regelmäßig leider, es ist zu zweit total nett spielen, gell? Ja. Wo wohnst du nochmal? In der Nähe von Münster, in Emstetten. Genau, es ist schon verdammt weit und echt cool, dass es die Möglichkeit gibt, gell, dass du das so lernst. Ja. Weil Tobias war schon bei der Schule erzählt einmal, genau, da haben wir schon mal gespielt, vor einem Jahr, oder? Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Und das ist echt, nein, ist echt cool. Ja. Ich würde sagen, dann lass was. Also sind wir kurz noch die Roller Buben da rüberfahren. Ja, können wir machen. So klein, und wer da dabei ist, freut uns ja. Und sonst. Thank you.
Spaß. Ja. Man muss sagen, auch im Sitzen, also im Sitzen spielt man ja oft, aber wie sagt man da dazu? Auf dem Boden. Auf dem Boden spielst du oft selten, gell? Nee, gar nicht. Also es ist ungewohnt, also ich trainiere das ja öfter, aber also wenn du vielleicht, ist nicht so einfach auf dem Boden, jetzt wieder anders, gell? Lass uns gut sein. Hoffe, euch hat's gefallen. Du wirst viel Freude und lieben weiterhin. Wir sehen uns wieder mal, gell? Ja, auf jeden Fall. Spätestens in einem Jahr. Ja. Danke, fette, gell? Tschüss.